Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Idle Game Vorstellungsvideo. Dieses Spiel hat einen fantastischen Titel, da hat auch schon mal jemand ein Buch vor schon ein paar Jahrzehnten drüber geschrieben. Das Buch heißt Mein Quest! Das war was anderes. Aber wir spielen in der Tat Mein Quest und es sieht im Moment so ein bisschen nach Idle Mine aus. Ich habe es noch gar nicht angespielt, ich habe nur diesen Rock in Häkchen, The Rock You Are Currently Mining, den gesehen und er erinnerte mich so ganz hart an Idle Mine und den ersten zarten Kothaufen, den ich mit meiner Spitzhacke bearbeitet habe. Von daher konnte ich da jetzt nicht drumrum. Ich finde es aber super, dass das Spiel schon dreimal Autosaved hat, ohne dass ich was gemacht habe. Das ist ganz wichtig. Click on it. On it? Okay, click on it to mine auto-mining. Was? Achso, das ist schon ein neuer Satz. Okay, click on it to mine. Auto-mining will occur automatically as long as the game is open. Okay, also wir minen automatisch. Ich habe ganz viele bunte Steine. Die machen Dinge, glaube ich. Finden wir später raus, gucken wir mal. Ich klicke erstmal den Felsen, das ist doch das, was wir hier eigentlich machen wollen, oder? Darum jetzt doch. So. Jetzt blinkt da oben ein fantastischer Stein. Kriege ich hier irgendwas? Also ich kriege ganz viel Dirt, okay. Das kriege ich Geld oder so. Jetzt haben wir schon mal eine 100er Kombo, das ist schon mal bestimmt was wert. Ich gehe mal hier hinten drauf, das kann bestimmt was. Craft. Ach was, wir können was craften, na, das ist ja fantastisch. Okay, wir craften mit What? Okay, habe ich mir jetzt gerade, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, tut mir leid. Habe ich damit jetzt gerade so die Ultra Pickaxe gecraftet mit Dreck? Also ich meine, 471 Damage statt 1 ist, kann ich die jetzt auch irgendwie ausrüsten? Achso, Equip. Okay, ja nice. Nice. War vielleicht ein Glückstreffer, weiß ich nicht. Vielleicht ist die aber auch total schäbig. Cool. Overkill Level 8, traumhaft. Wir, Overkill Level 9. Achso, wir können... Ernsthaft? Aber hey, Toiletten sind immer witzig. Das macht mich fertig. Endlich wieder auf die Kacke hauen. Hat mir ein bisschen gefehlt. Was mir gerade schon so aufgefallen ist, das Spiel ist übrigens präsentiert von Game Butler. Falls ihr es auch noch nicht wusstet, das ist übrigens gesponsert von Game Butler. Nicht entwickelt, sondern nur gesponsert. Entwickelt ist es in der Tat von True Fire. An True Fire jetzt schon Daumen hoch für die Toilette. Ganz weit vorne. Aber ja, Games Butler, also falls euch das hier noch nicht präsent genug war, ne? Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, falls es wer übersehen hat oder so. Und nachdem wir jetzt ein bisschen Code geklopft haben, Moment, das machen wir noch einmal mehr. Na, so. Ich weiß gar nicht, was das hier macht. Your active level. Active XP is gained by destroying a rock with a manual click. Okay, wir haben aber auch Auto-Mining. Achso, das passiert hier oben. Okay. Das ist, Your idle level. Idle XP is gained with... by destroying a rock. Ja, okay. So, was haben wir denn hier oben eigentlich noch? Hier haben wir Upgrades. Oh, cool. Kann ich mir da was kaufen? Wo? Ich habe gar kein Gold. Your current number of coins. Coins are used to purchase upgrades. Ja, und wie kriege ich die? Das ist der interessante Punkt. Das haben wir hier. Rebirth will become available when your combined active and idle levels are over 9000. Nein, wenn active und idle level über 150 sind. Okay, da sind wir jetzt gerade mal auf 10. Das hier ist nämlich das Level. Okay, jetzt, wir hauen ein bisschen Butter. Das ist auch eine Sache, die ich morgens ganz gerne mache. Das ist manchmal auch nötig, denn wenn man in der Tat so fröhliche Blockbutter im Kühlschrank lagert, muss man da morgens manchmal auch echt mit der Spitzhacke ran, um die auch nur irgendwie aufs Toast zu kriegen. Das ist durchaus anstrengend. So, können wir eigentlich noch was craften? Ich habe doch bestimmt Butter oder so, ne? Kann ich jetzt... na, guck mal. Hier. Kann ich bitte... Achso, craft? Du und du? Nee. Achso, ich kann hier nur... Komm, wir machen mal Butter und dieser Stein und da kommt... Natürlich, aus Edelstein und Butter macht man Spitzhacken. Also, wenn ihr das vorhin nicht gewusst habt, die ist jetzt einfach mal deutlich schlechter als die, die ich habe.
Kann ich... Ach, guck mal, die kann ich verkaufen. Okay, nice. Kriege ich dafür Münzen? Nee. Sold Item. Dafür kriege ich... Was ist das hier? Your current number of gem. Okay, das ist aber der Kram. Kann ich den dort verkaufen? Ah, krass, ich kann den ganzen dort verkaufen. Dafür bekomme ich Münzen. Das ist sweet. Kann ich das hier nicht... Hier, guck mal. Amount. Ach, den kann ich da eingeben, oder? Kann ich hier nicht direkt 10? Kann ich da auch 12 verkaufen? Ja, nice. So, was bringt mir denn eine Toilette, wenn ich die verkaufe? 9 immerhin. Okay, wir brauchen halt keine 200 Toiletten. Auch keine 100. Komm. Wir verkaufen mal 80, wer weiß, wofür wir den Rest noch brauchen. Außerdem verkaufen wir noch 80 Stück Butter. Das ist eine gute Sache. Und dann haben wir einfach schon mal über 2500 Gold und können uns Upgrades kaufen. Okay, finde ich super. Was ist das hier? Better Handles. Kosten 1000, erhöht die Quality. Ja. Better Heads, Better Combining. Es ist alles schon mal relativ teuer. Was ist das denn hier? Idle Damage. Kostet 100, nehmen wir mal mit. Kostet 100, Increase Click Damage, nehmen wir auch mit. Increase Rewards Prom, from, nicht Prom Overkill. Okay, Reward Increase kostet 100, nehmen wir mit. Was ist das hier? Lucky Gems. Was? Achso, Chance to Increase Gem Grade. Ja, 13% ist nice, nehmen wir mit. Das darf auch ruhig viel kosten. Was ist das hier? Pickaxe Recycling. Higher Quality of Gems Regained when Recycling. Okay, ich kann Pixels. Okay, steige noch nicht so ganz durch. Offline Progress ist mir erstmal nicht so wichtig. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich viel offline spielen werde. Was haben wir denn hier? Auto-Click Speed. Ja, das ist wichtig. 400 nehmen wir mit. Das können wir uns gleich nochmal leisten und dann. So. Trash. Okay, wir klopfen weiter Müll. Wir haben die gute Butter hinter uns gelassen. Gute deutsche Markenbutter hat uns reich gemacht, aber ist nicht das Ende aller Tage. Und mit unserer ultra-mega-Doppel-Dildo-Spitzhacke, ich bin mir nicht sicher, haben wir jetzt eine Pinata. Ja, natürlich. Wer hat das früher auf Kindergeburtstagen nicht gemacht? Einfach mal die Monster-Spitzhacke durch die Kindermenge schwingen, in der Hoffnung, dass man möglichst wenig Kinder und möglichst viel Pinata trifft. Oder andersrum, je nachdem, wo man die Leute mochte, wo man zu Gast war. Das ist, ja, also ich habe das früher sehr, sehr gerne gemacht. Nein, Quatsch. So, 100 Pinatas reicht. Was ist das hier? Wax. Okay, Entschuldigung, können wir auch mal was Ernsthaftes irgendwie? Also ich habe eine Spitzhacke, kann ich damit vielleicht Stein klopfen? Statt Wachs und, okay, Eis. Eis ist zumindest auch mal ein Fortschritt. Auch da overkillen wir noch mächtig. Was kommt dann? Ich kann es nicht lesen. Bones. Okay, wir nähern uns langsam den härteren Sachen. So, und gleich overkillen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Was ist das hier? Stone, Alter. Ernsthaft, auf Level, keine Ahnung was, kommen hier tatsächlich mal Steine angerollt. Ist ja ein Traum. So, Overkill Level 1 und das nächste wird dann wahrscheinlich nicht mehr overkillen, schätze ich. Das ist Rubber. Das ist ein Film, den ich unbedingt noch sehen muss. Ein Autoreifenkiller. Der Film geht in der Tat um einen Reifen, der, ja, nicht nur Menschen, aber allgemein Lebewesen durch eine Art Telekinese umbringt, indem er nämlich ihre Köpfe platzen lässt. Oder sie allgemein platzen lässt. Ist ein unglaublicher Trash-Horror-Komödien-Film. Ich glaube, Horror-Komödie, eine Trash-Horror-Komödie trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Den muss ich unbedingt nochmal gucken, bin ich irgendwie nie zugekommen. Ist auch schön, dass Wood irgendwie anstrengender zu hacken ist. Offenbar als Stein. Das macht auch richtig viel Sinn. So, natürlich. Auch Schleim ist deutlich härter zu hacken. Aber wir haben ja überall noch Overkill Level 1. Also es ist... solange noch Overkillen, mache ich weiter, ne? Alles gut. So, wir brauchen ja nicht unendlich viel Jelly. Auch Jelly, ja natürlich. Es ist Wackelpudding. Viel härter als Holz. Natürlich. Glas, natürlich. Da muss ich nicht mal draufhauen, das muss ich einfach nur fallen lassen, aber es ist in Ordnung.
Ach, jetzt sehe ich gerade, wir overkillen gar nicht mehr. Das konnte man nur nicht erkennen. Wir overkillen auch hier schon nicht mehr. Aber, uah! Bin ich denn jetzt hingegangen? Ach so. Okay, wir können auch schon kupfern. Dann machen wir das eben nochmal. So einen schönen Kupferbolzen rausdrücken, damit wir dann daraus was craften können. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. So, jetzt haben wir hier ganz viel Shit. Im wahrsten Sinne. Habe ich jetzt Kupfer gerade verkauft? Ja, das war jetzt natürlich ungeil. Dann klopfe ich eben nochmal Kupfer, Entschuldigung. Hab nicht gesehen, dass ich noch auf Sell stand. Das war vielleicht nicht ganz so clever. Was geht denn eigentlich mit den Edelsteinen unten? Ich habe jetzt andere grüne und neue blaue. Ich bin mir noch nicht so sicher. So, das sollte eigentlich reichen. So, wir craften auf jeden Fall mit Kupfer. Und dann hätte ich ganz gerne... Aber ich hab doch... Na, was auch immer. Hallo? Kann ich jetzt? Hält das an? Oh Gott, crafte ich gerade 80 Pickaxes? Nein! Ah. Damage statt 400. Das ist doch mal was. Okay, so, dann verkaufen wir. Machen wir mal ein 100er Stack. Wir verkaufen das und das und ja, eigentlich kann alles weg. Wie recycle ich denn? Das ist jetzt die große Frage. Ich finde es ganz... Ach, guck mal hier, ist das ein Recycle-Button? This button will auto-sell any picks that are strictly inferior to other picks. Okay, damit kann ich schwächere Materialien automatisch verkaufen. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Ich würde aber ganz gerne die Pickaxe recyceln. Aber das ist wahrscheinlich... ja, gut, haben wir jetzt verkauft. Egal. So, wir haben auf jeden Fall einen ganzen Arsch voll Gold bekommen. Das geht ja richtig zügig hier. So, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich. Ich möchte das alles. So. Möchte das alles auch noch ein Level haben? Wir haben es ja. Außerdem möchte ich das alles haben. Ich weiß gar nicht, was das macht. Wir nehmen das alles mal mit. Was ist denn das hier? Armor Piercing. Okay, nette Sache. Gemrate Boost. Ja, nehmen wir mit. Oh, das war vielleicht ein bisschen viel. Das geht aber auf jeden Fall. Hier können wir auch mal, bis das so 5000 kostet. Wir machen mal, bis alles so 5000 kostet. Overkill Bonus ist auch super. Was bist du hier? Fast Learner. Ah, mehr XP, alles klar. Combo Boost. Achso, der ist schon voll hochgezogen. Also nicht voll, aber zumindest teuer genug. Offline Progress brauche ich eigentlich gar nicht. Gem Boost haben wir schon. Active Damage. Jawohl, mehr Active Damage bitte. Idle Damage. Jawohl, mehr Idle Damage. Das können wir nochmal massiv hochziehen. Was ist das hier? Better Handles. Geht alles. Wir verbessern noch unsere Pickaxes ein bisschen. Quality Assurance, natürlich, natürlich, das ist immer ganz wichtig, was auch immer. Gem Conservation, nicht zu verwechseln mit Conversation, was auch immer. Ich kaufe jetzt nochmal alles irgendwie, wo Low dran steht. Achso, aber selbst Low und Cheap kann ich mir teilweise gar nicht mehr leisten, egal. So, weiter geht's mit Iron und Kohle, wir machen das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Solange ich irgendwie overkille, machen wir mal direkt das nächste. Ach, guck mal, hier overkille ich schon gar nicht mehr. Das ging mal zügig. Ah, ein bisschen Crystal, aber das geht hier ja trotzdem noch zügig. Wir machen mal, bis es nicht mehr richtig zügig geht. Water Gem, okay. Langsam wird's interessant. Mithril, okay. Amethyst, okay, da müssen wir schon ein bisschen häufiger klicken. Oh, definitiv. Amethyst ist eine Sache, aus der ich mir eine neue Spitzhacke, wobei, wenn wir jetzt Platinum schon freigeschaltet haben, klicken wir auch eben nochmal Platinum komplett weg und dann mache ich daraus meine neue Spitzhacke. Ich finde es im Moment ein bisschen krass, dass sich das alles so ein Häkchen überschlägt, möchte ich sagen. Achso, das sind hier nur die Benachrichtigungen, die ich ausschalten kann, okay. Ja, es ist halt so, okay, man kommt hier halt vom Crafting her, ist das halt einfach sehr, sehr... enorm. So, Craft 1 und zwar bitte aus Platinum und so einem blauen Steinchen. Ja, nice. Statt 4000 einfach mal 166.000 Schaden. Das equippen wir mal. Außerdem sellen wir, na, da reichen wahrscheinlich auch 10er Stacks.
So, Kupfer weg, das weg, das, das, das. Alter. Gut, dass es halt gar nicht viel Kohle gibt oder so. Ach, guck mal, und wir meinen halt weiter noch fröhlich Platinum, sogar relativ zügig jetzt. Das verkaufen wir auch einfach mal schön. Das gibt nämlich richtig fett Kohle. Und, ach cool, das meint sogar weiter, während wir auf einem anderen Bildschirm sind. Das ist nice. Double Loot Chance. Gekauft. Ah, und wo Low dran steht, ist, glaube ich, einfach, dass ich das prinzipiell zu Low habe, wa? Nicht, dass es von, oder ist es von den Kosten her Low? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch beides. Achso, und cheap ist immer das, was gerade am günstigsten ist. Okay, ich verstehe. Ja, nice. Wir machen mal mehr Active Damage. So, und dann, damit das alles im Verhältnis bleiben muss. Ah, okay. Wenn man irgendwas zu hoch zieht, wird halt alles andere low. Macht Sinn. So, von wegen Gleichgewicht muss gewahrt sein. Ach ja. So. Das sieht einigermaßen gut aus. Wie viel Schaden machen wir jetzt? Mir eigentlich egal. Auf jeden Fall genug für Overkill Level 1. Uranium overkillen wir auch noch. Das Auto meinen wir halt auch alles noch total zügig. Da muss ich gar nicht mal viel selber klicken. Das geht jetzt alles richtig zügig. Und sehe ich das richtig, dass ich die ganzen Steine zu den oberen fusen muss? Irgendwie? Obsidian. Okay. Was haben wir hier? Saphir. Saphir ist härter als Obsidian. Naja, egal. Ich glaube, das geht ja nicht nach Härtegrad. Es ist hier einfach nach, wer hat am meisten Geld bezahlt und darf am weitesten vorne sitzen. Danach geht es, glaube ich, einfach Fire Gem, natürlich. Ganz klar. Ich hätte gern die Toiletten wieder. So eine schöne Mithril-Toilette mit Nerzüberzug. Kann man nichts gegen sagen. Selten so gut gekackt. So. Wir verkaufen. Weil wir es können. Das, das, das. Haben damit einen Arsch voll Gold. Möchten jetzt aber nur einmal craften. Und zwar daraus. Und am Mist haben wir gar keinen höheren Stein. Ja, ungeil. Na egal. Ist total das Grützding. Zumindest vom Aussehen her. Macht aber trotzdem massiv Schaden. Von daher. So, wo kann ich denn recyceln? Das fände ich jetzt wirklich mehr interessant. Rebirthen kann ich noch nicht. Sind gerade auf Level 83, also etwas über die Hälfte. Aber es gibt hier keinen Recycle-Button, ne? Es gibt nur den Sell-Button. Ja, pff, mir scheißegal. So, jetzt haben wir schon 25 davon. Wir gehen mal weiter. Earth Gem, natürlich. Dark Gem. Ja. Irgendwie dunkel hier. Achso, Diamond. Shine bright like a diamond. So, auch den, was ist das? Coral, okay. Woher kenne ich den Coral Creep? Ach, das sind in Wirklichkeit Früchte aus Starbound. Ja, richtig. Die guten Coral Creeps. Wie konnte ich die vergessen? Der Lichtedelstein. Daraus mache ich mir gleich eine leuchtende Pickaxe, hoffe ich. Das Fortschrittslevel ist einfach so krass. Das finde ich gerade so enorm. Wir müssen auf jeden Fall auch mal Upgrades kaufen. Kann ich das hier nicht auch irgendwie in 10er Schritten kaufen oder so? Ich will das nicht in Einzelschritten kaufen. Das ist voll anstrengend. Das ist halt voll die Klickorgie. Kann ich hier nicht irgendwie nehmen? Price Indicators on. Buy all cheapest. Ah, nice. Okay. So, wie sieht es mit Edelstein aus? Haben wir immer noch nichts Geiles. Dann müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen minen. Aber dann gehen wir eben nochmal zurück auf irgendwas, was wir insta-killen können. Ach, nee. Ach, guck mal, das ist hier pro Edelstein anders. Ach, nee, das ist einfach die Chance, die wir drauf haben, das zu kriegen, ja? Sehe ich das richtig? Das sind nicht die Edelsteine, die wir haben. Das sind die Edelsteine, die wir haben. Und das sind die Chancen, die wir haben. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Vielleicht. Nichtsdestotrotz. Würde ich dann ganz gerne irgendwas wegtoasten, was ich halt relativ problemlos insta-killen kann. Wie das zum Beispiel. So,
Und die Chancen da sind natürlich sehr erbärmlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist keine Frage. Ist auch irgendwie nicht so geil. Was ist das? Ein Elemental Gem. Das sieht aus wie irgendein verpixeltes Pokémon. Aber nun gut, das muss ja auch jeder selber wissen. So, aus verpixelten Pokémon können wir bestimmt was Tolles craften. Machen wir mal. Craft aus... Wo ist es denn? Ach, das haben wir noch gar nicht abgejagt. Okay. Dann müssen wir leider noch ein bisschen klicken, bis wir zumindest eins davon mal kaputt haben. Alles andere ist leider auch keine Option. So, da wir gerade einen riesen XP-Boost bekommen haben, ist, denke ich mal, eins kaputt, ne? Ja, sehr schön. Daraus craften mit, der Edelstein ist wahrscheinlich wertiger, ne? Gucken wir mal. Okay, das ist auch ungefähr mal das Zehnfache an Schaden. Ist gar nicht so viel. Hätte ich jetzt fast mehr erwartet, aber okay. Sell. Oh. Falsch eingegeben. So, ich möchte eigentlich nochmal ganz kurz hier rausgucken, ob wir da was Besseres machen können. Nicht 100. Eine reicht. Danke. 4,4 zu 4,4 Millionen zu 900.000. Ach nee, Moment. Wir haben ja hier die mit 9 Millionen. Nee, okay. Sell, das, das. Und Ditte. So. Dann Buy All Cheapest. Und weiter. Ach, guck mal, hier oben ist auch der Buy-Button. Jetzt sehe ich ihn, wo wir mehr kaufen können. Schöne Sache. Wir gehen aber mal weiter. Aquamarine muss weg. Duality Gem muss auch weg. Ganz dringend. Es wird nie aufhören, oder? Es ist einfach so schnell vom Fortschritt. Das ist total krass. Bloodstone, der sieht auch eher wie ein Ball mit Farbe aus. Aber okay, kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. Brimstone. Da bin ich, ich weiß gar nicht, von welcher Band ist denn das? I am your fire and brimstone. Das fällt mir da spontan ein. Aber auch das ist eine Sache, die kann man machen, muss man jetzt aber nicht. So, wir gehen auf jeden Fall schon mal über Level 100. Magistone, Magistone. Vielleicht ist es auch nur der Magistein, der nach Suppengewürz schmeckt. Niemand weiß das so genau. Wir klicken auf jeden Fall mal drauf. Dann wird es Zeit für Upgrades. Craft 1. Ich gehe mal davon aus, dass die untersten die besten sind, ne? Tier 4, Tier 3, ja. Ja, ja. Okay, nehmen wir den. Craften wir was Nettes mit... Oh, geht so. Nehmen wir mit. Verkaufen den ganzen anderen Kladderadatsch hier. So, Upgrades, Buy All Cheapest. Und weiter geht es. Meteorit, ja. Achso, ist noch gar nicht weg. Alles klar, Darkstone. Mhm. Sehr dark. Hatten wir nicht schon sowas? Ach nee, wir hatten den Lightstone und den Dark Gem oder so? Ich bin mir nicht sicher. Ja, Stone Gem, was auch immer. Cosmic Gem. Höchst kreativ. Da hat echt jemand nachgedacht, wie er seine Steine nennt. Der Entropie-Edelstein, natürlich, ganz klare Sache. Mit dem habe ich jetzt auch als nächstes gerechnet und ich habe auch ganz dringend damit gerechnet, dass hier so kleine grüne Alien-Spermien rumfliegen. Das war exakt das, was ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Also wenn das jetzt nicht gekommen wäre, wäre ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Gebe ich ja ganz offen zu.